Ralf Kleiner lebt und arbeitet mit der Kunst schon sein ganzes Leben lang. Durch seine Eltern wurde er künstlerisch und kreativ beeinflusst. Mein Vater war Bildhauer, Steinmetz, und meine Mutter ist Friseurin. Also beide irgendwie gestaltende und kreative Berufe. Insofern war es da recht naheliegend. Wobei ich kann auch sagen, meine Großeltern haben mich gefördert und auch dazu weitergeführt, dass ich da Spaß dran gefunden habe. Also Spaß hatte ich immer schon, aber dass ich jetzt dann das beruflich weiterhin mache, das war natürlich dann auch irgendwann ausschlaggebend, meine eigene Entscheidung. Hinter all der Kunst verbirgt sich trotzdem das wahre Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Familie, Freunde und Verwandte durchleben mit ihm sein Künstlerleben. Mit all den schönen, aber auch den Schattenseiten, die dieses Leben mit sich bringt. Das Leben mit der Kunst. Einmal dieses existenzielle Überleben mit der Kunst, sprich dieses Erwerben von Geld, von Nahrungsmitteln, Wohnungen und alles Mögliche, Material natürlich auch. Das ist mit der Kunst für mich phasenweise sehr locker. Da habe ich genug und manchmal knapp sich natürlich schon mächtig rum. Also die Kunstverkäufe in der heutigen Zeit sind natürlich nicht so exzessiv wie in den 80er Jahren, dass also da schon eine Lücke entsteht. Und für die Angehörigen die Frage, wie das für die ist, müsste man die selbst fragen. Es ist nicht immer einfach, weil ich verkrieche mich dann auch oft, ne? Also das ist keine sehr kommunikative Art in dem Sinn, wenn ich mich mit Kunst beschäftige. Sei denn, ich bin mit einem Thema beschäftigt, was ich vorher diskutiere, aber das tut jeder Mensch eigentlich, ne? Ralf Kleiners Werk umfasst neben Skulpturen auch farbenfrohe Bilder. In der ganzen Zeit, die ich jetzt Kunst mache, gibt es immer wieder mal Phasen, wo du ein Lieblingsmaterial hast. Ölfarbe ist die tollste Farbe, finde ich nach wie vor. Allein der Geruch und alles, das ist irgendwie, damit verbinde ich halt wirklich die Malerei. Die Acrylfarbe ist toll, um schnell zu arbeiten, um explosiv zu arbeiten. Wobei am Ende befriedigt mich die Acrylfarbe meistens nicht und dann dementsprechend wird dann auch dieses Mixed Media entsteht daraus. Das heißt, ich male dann mit Acryl vielleicht vor, fange eine Arbeit an und dann entwickelt sie sich, geht rüber ins Öl und so weiter. Eigentlich finden ja noch andere Prozesse statt in der Malerei bei mir, wird man vielleicht später sehen, dass ich auch Collagen oder Glimmer oder sonst irgendwas mit einstreue. Also es ist ein Mixed Media oft, ne? Die klassische Malerei habe ich zwar gelernt in dem Sinn, wie man ein Bild aufbaut, wie man mit Farben umgeht und so weiter, aber ich versuche auch da möglichst frei zu sein und alles zuzulassen. Sobald die Sonne wieder scheint, wird mit Kettensäge und viel Lärm draußen gearbeitet. Aber wie sieht's bei schlechtem Wetter aus? Im Winter natürlich Atelierarbeit im malerischen Bereich. Und ansonsten, sobald es draußen schön ist, bin ich gerne draußen und mache ich natürlich auch dementsprechend gerne Skulpturen. Materialmäßig eigentlich alles. Also ich halte mich mit Steinen, mit Metall, mit Holz am liebsten natürlich, weil es auch einfacher zu beschaffen ist, wie auch nachher schneller zu gestalten ist. Wobei in Metall kannst du natürlich monumentaler arbeiten. Am Ende ist natürlich da diese Plastik, das ist ja keine Skulptur, kein Weghauen, sondern ein Aufeinanderaufbauen. Da ist natürlich dann das Metall toll, ne? Da kannst du natürlich richtig große Sachen machen. Ich würde sagen, jeder kann eigentlich Kunst machen, nur das ist immer die Frage, wie er gefördert wird.